Das ist eine traumhafte Dramaturgie heute hier, Herr Präsident. Ein glückliches Händchen bei der Rednerliste. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Herr Koschewski. Ihnen stand ja die Panik ins Gesicht geschrieben. Ich habe mal gerechnet. Seit 2009 im Landtag, da dürften Sie inzwischen Rentenansprüche von 2000 Euro haben, oder? Haben Sie das Ihren Wählern draußen schon mal erzählt? Dass Sie nach 8 Jahren im Landtag hier mit 2000 Euro nach Hause gehen, was kein Wähler draußen jemals in seinem Leben an Rentenansprüchen haben wird? Erzählen Sie das mal draußen. Ja? Wenn Sie von geklauten Ideen reden, Herr Koschewski, dann müssen Sie sich entscheiden. Entweder sind unsere Ideen Unsinn oder die sind von Ihnen geklaut. Oder beides, müssen Sie schon entscheiden. Also, was wir hier haben, kann von Ihnen geklaut sein. Das würde natürlich dann das Problem, dass Sie dagegen sprechen. Aber das kennen wir ja von Ihnen, dass Sie seit der Zeit, wo Sie bestimmen könnten hier mit Ihren Mehrheiten, alles vergessen haben, was Sie in den letzten 25 Jahren erzählt haben. Also diese Kehrtwendungen müssen Sie draußen auch mal erklären. Und dann, wenn Sie auf die Nebenkünfte eingehen, da haben Sie mich herausgepickt, das ist Ihr gutes Recht, aber Sie haben natürlich vergessen, dass die sozialdemokratische Finanzministerin die Königin des Nebenverdienstes hier in diesem Hause ist und ungefähr das Doppelte oder Dreifache von dem nebenbei noch einsteckt, was ich nebenbei verdiene. Sie haben auch vergessen, dass auf Platz 2 meines Erachtens der Herr Müller von den Grünen rangiert, der ach so sozialen Grünen, der sich auch ordentlich die Taschen nebenbei vollmacht, wenn ich Ihren Ausführungen folgen darf. Und dann kommt der kleine Brandner auf Platz 3. Also wenn Sie schon mich rauspicken, dann nennen Sie auch Platz 1 und Platz 2. Da sind die Sozialdemokraten und die Grünen richtig prominent vertreten. Frau Rothe-Beinlich, Sie und Ihr Arbeitskreis, muss ich Ihnen sagen, langweilen mich langsam auch. Wir haben inzwischen, ich habe es mal hier zusammengefasst, eingebracht, automatische Erhöhungen von Diäten stoppen. Ihr Einwand, wir machen einen Arbeitskreis und besprechen das da. Wir wollten Zusatzentschädigungen für Vorsitzende der Ausschüsse abschaffen. Ihr Einwand, wir machen einen Arbeitskreis, wir besprechen das da. Wir würden die Zuschläge für Vizepräsidenten abschaffen. Ihr Einwand, wir machen einen Arbeitskreis, wir besprechen das da. Wir wollten den Landtag verkleinern. Ihr Einwand, wir machen einen Arbeitskreis, wir besprechen das da. Und es gab tatsächlich einen Arbeitskreis, Frau Rothe-Beinlich, und Sie wissen das. Und was ist der Erfolg dieses Arbeitskreises bisher? 2 Wasserspender an den Eingangstüren dieses Plenarsaals. Das ist Ihr Arbeitskreis. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann wissen wir auch, wo wir dann landen, wenn diese ganzen Reformen, die wir hier anleiern wollen, wenn die umgesetzt werden. Und Herr Koschewski, ein Satz noch zu Ihnen. Aufmerksamkeit erregen, da gebe ich Ihnen recht. Warum sonst stehen wir und sitzen wir denn hier, wenn wir keine Aufmerksamkeit erregen wollen? Und das klappt ja auch heute. Bei der ersten Lesung haben Sie es geschafft, uns in die späten Abendstunden zu verschieben, Sie von den Altparteien, weil Ihnen das Thema hier peinlich ist. Saupeinlich, das zu besprechen. Wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das hat leider nicht geklappt. Umso schöner, dass wir heute bei Tageslicht in einer Vormittagsstunde und bei einer gut besetzten Tribüne, herzlich willkommen nach da oben, dieses Thema debattieren können in der gebotenen Sachlichkeit. So gehört sich das. Und Geschäftsordnungstricks von Ihnen sind ja auch ausgeblieben heute, von daher kommen wir zum Thema. Das 13. Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes, meine Damen und Herren, sieht vor, ungerechtfertigte und überzogene Abgeordnetenrenten abzuschaffen. Stattdessen sollen Abgeordnete wie alle Bürger dieses Landes entweder regulär in die Rentenkasse oder in ein berufsständisches Versorgungswerk einzahlen. Das muss noch so sein. Im Kern, am Ende wollen wir das auch abschaffen. Da bilden wir dann vielleicht mal einen Arbeitskreis, Herr Rothe-Beinlich. Zurzeit geht es aber schnell nur so, dass wir sagen, Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung oder in die berufsständischen Versorgungswerke, beispielsweise für Ärzte, Architekten oder Rechtsanwälte. Es ist nämlich eine unsägliche Ungerechtigkeit, wie mit den Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung umgegangen wird. Angeblich liegen die durchschnittlichen Renten in den neuen Bundesländern bei rund 1200 Euro. Dieser Betrag ist jedoch eine Illusion, wie Sie alle wissen, denn dafür müsste man nicht nur immer das Durchschnittsgehalt aller Versicherten verdienen, sondern außerdem 45 Jahre berufstätig sein und erst dann darf man die Rente ab der Regelaltersgrenze von 67 Jahren Tendenz steigend beziehen. Es ist völlig unrealistisch, meine Damen und Herren, denn für welchen Facharbeiter, und ich rede jetzt über eingeborene Facharbeiter und nicht über eingewanderte Facharbeiter, denn für welchen Facharbeiter trifft das bitte zu? Welcher Bauarbeiter, Dachdecker oder Straßenbauer, welche Krankenschwester oder Pflegekraft kann mit 67 Jahren noch ihren Beruf ausüben? Keiner. Also dieses Rentensystem und diese Rentenberechnungen, die sind blauäugig, streuen den Leuten Sand ins Auge und sind illusorisch. Deswegen sind die wirklichen Beiträge, von denen die Menschen hier bei uns im Lande draußen jahrzehntelang leben müssen, viel geringer. Im Osten sind es nach einem Arbeitsleben ungefähr 800 Euro bei Frauen und 1000 Euro für Männer. Herr Koschewski, das ist die Hälfte dessen, was Sie in 9 Jahren hier ersessen haben im Landtag. Nach einem ganzen Arbeitsleben. Sie nennen sich sozial, ja, ja. Ein ganzes Arbeitsleben, das stecken Sie sich nach 5 Jahren in die Tasche. Ganz anders ist es, Herr Koschewski, meine Damen und Herren. Bitte mäßigen Sie sich etwas in den Zwischenrufen. Ja.
Ja, okay. Es wäre auch schön, wenn ich ein bisschen Ruhe auf der Regierungsbank wäre. Also, wenn Herr Ramelow. Ja, die Regierung darf immer reden, aber, ja, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht weiter stören möchte. Herr Brandner, bitte. Herr Ramelow könnte auch noch was lernen hier. Hören Sie mir zu. Herr Brandner, jetzt. Ja, also ich war dabei, dass die Renten draußen für Frauen 800 Euro nach einem Leben voller Arbeit sind und ungefähr 1000 Euro für Männer. Ganz anders, Herr Ramelow. Die Abgeordneten hier im Thüringer Landtag, nach gerade mal 6 Jahren erhält man zwischenzeitlich knapp 1400 Euro. Und diese 1400 Euro erhält man auch nicht erst wie jeder andere mit 65 oder 67 Jahren, sondern man kann nach einigen Jahren im Parlament den Renteneintritt vorziehen bis auf 57 Jahre, also 10 Jahre eher abschlagsfrei in Rente gehen. Hier jeder auf den Rängen, ich weiß nicht, ob Sie das können. Ich könnte es nicht, aber unsere Referenten können das, können sich ausrechnen, wenn Sie 10 Jahre eher in Rente gehen, haben Sie einen Abschlag von ungefähr einem Drittel. Uns Abgeordnete betrifft das nicht. Wir halten uns offenbar für schwer vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt. Anders ist das nicht zu erklären, nach einigen Jahren im Parlament und sagen, Arbeitsmarkt geht nicht mehr, wir gehen gleich in die Rente. Also auch eine Bevorzugung von Abgeordneten, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Meine Damen und Herren, diese knapp 1400 Euro, die ich gerade erwähnte, sind auch nur der geringste Zahlbetrag, also sozusagen der Einsatz. Das System der Abgeordnetenrenten ist mit zahlreichen Steigerungsfaktoren versehen. Sie kriegen richtig feuchten Mund, wenn ich das sage, oder? Was Ihnen da noch alles in den nächsten Jahren so zufliegt. Einerseits werden die zugrunde liegenden Abgeordnetenentschädigungen automatisiert angepasst. Ich hatte das schon gesagt, auch da waren wir dagegen, das wollten wir abschaffen. Automatische Diätenerhöhungen, wir warten da auf die Arbeitsgruppe von Frau Rothe-Beinlich. Andererseits steigt der prozentuale Rentenanspruch im Jahrestakt. Nach rund 14 Jahren erhält ein Abgeordneter eine Pension oder eine Rente von 2.500 Euro. Aber da geht noch mehr. Im besagten Falle, im besten Falle, verlässt man das Haus mit sage und schreibe 3.800 Euro Rentenanspruch heute. In Zukunft wird wahrscheinlich die 4.000er Marke demnächst geknackt werden. Das ist, wenn ich mich richtig informiert habe, ein Betrag, den ein deutscher Rentner aus der deutschen Rentenversicherung niemals erreichen wird. Egal, wie lange er einzahlt, egal, wie viel er verdient. Das haben wir hier nach 14 Jahren schon so gut wie sicher. Und damit wollen wir von der AfD Schluss machen. Meine Damen und Herren, die AfD lehnt eine solche Besserstellung, ich habe das deutlich gemacht, auf Kosten der Allgemeinheit ab. Demokratische Werte und der Anspruch der Abgeordneten, Volksvertreter zu sein, erlauben keine ungerechtfertigte, ja geradezu hemmungslose Selbstbedienung aus der Steuerkasse. Die Abgeordnetenrenten belasten die Allgemeinheit nämlich doppelt. Einerseits werden diese horrenden Renten aus der Steuerkasse gezahlt, andererseits zahlen die Parlamentarier keinen Cent in die Rentenkasse ein. Die Folgen dieser Zweiklassengesellschaft erleben wir seit Jahren. Die Durchschnittsrenten sinken und sinken, Herr Ramelow. Und in der Politik gibt es keinerlei Bereitschaft, die gesetzliche Rente wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Auf der anderen Seite steigen und steigen die Abgeordnetenrenten. Und das kann nicht sein. Das ist sozial ungerecht. Das wollen wir beenden. Aber Sie haben doch auch Rentenansprüche hier ersessen, Herr Ramelow, oder? Aber im Bundestag machen Sie doch auch, Herr Ramelow. Ich folge Ihnen. Also wenn Herr Höcke keine Lust mehr auf den Ministerpräsident hat, dann mache ich das. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen keine Zwiegespräche, weder von hinten, vorn noch den Seiten haben. Herr Brandner, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie daran erinnern, Herr Präsident. Also, meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf sieht daher vor, dass die Abgeordneten genau wie alle anderen draußen in die Rentenkasse einzahlen und von dort dann zu gegebener Zeit zu den dortigen Bedingungen mit 67 eine Rente beziehen. Dieser Gesetzentwurf ist ein erster Schritt hin zu einer weitergehenden Rentenreform. Er ist sozial gerecht und ein Schritt in die richtige Richtung und ein Schritt vor allem, den wir sofort gehen können, ohne die Rothe-Beinlichsche Arbeitsgruppe abwarten zu müssen. Die von uns geforderte Anpassung liegt im Rahmen des rechtlich Möglichen und kann sofort vollzogen werden. Mit unserem Gesetzentwurf fließt das Geld dann nicht mehr direkt aus dem Landeshaushalt als faktische Pension in die Tasche der Abgeordneten. Stattdessen geht die Zahlung vom Landeshaushalt in die Rentenkasse und steht dort im Rahmen der Umlagefinanzierung der Allgemeinheit und allen Rentenbeziehern zur Verfügung. Das Geld des Steuerzahlers fließt also dann erstmal in die Rentenkasse und von dort wird es solidarisch umverteilt, so wie es sein soll. Vor allem die Linke, jetzt komme ich nochmal zu Ihnen, Herr Koschewski und Ihren Genossen, zeigt mal wieder, dass sie von politischer Demenz befallen ist. Die Forderung, dass die Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen, hat die Linke mit der Regierungsübernahme, komischerweise, ich habe es vorhin schon erwähnt, über Bord geworfen. So wie alle ihre Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit,
die Sie vergessen haben, seitdem Sie Ihren Worten Taten folgen lassen könnten, es aber nicht tun. Herr Ramelow, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tun Sie was für die demografische Entwicklung in unserem Land. Unser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, legt den Finger tief in die Wunde der Selbstbedienung hier im Haus. Und natürlich hat man verhindert, dass darüber öffentlich diskutiert wird. Ich habe die erste Lesung angesprochen. Man wollte die erste Lesung in die späten Abendstunden verschieben und hat es auch geschafft. Unbeachtet, heimlich, still und leise wollte man unseren Vorschlag, der die Ungerechtigkeit bekämpfen will, von der Tagesordnung nehmen und vor der Öffentlichkeit verstecken. Es gab in der letzten Plenarsitzung dann einen Kompromissvorschlag des Vizepräsidenten Höhn, für den ich mich nochmal bedanke, dass unser Gesetzentwurf zu prominenter Stunde debattiert wird, so wie heute leider, wurde das von den Fraktionsvorsitzenden Henning Welso und Moring, also die faktische große Koalition hier in diesem Hause, abgelehnt. Die hatten widersprochen, damit den parlamentarischen Abend der Handwerker bewusst torpediert. Es ging also auf Rechnung der Linken und der CDU hier im Hause, dass der Präsident des Handwerkertags seine Rede nicht halten konnte und viele hart arbeitende Handwerker enttäuscht waren und frühzeitig abreisten. Und ich sage ebenso deutlich, dass Herr Ramelow, ich glaube, er weiß schon, warum er jetzt gegangen ist, dass Herr Ramelow draußen, während wir hier debattierten, Herr Ramelow draußen die Fakten verdrehte und die Urheberschaft anderen aufbürden wollte. Herr Ramelow, wo immer Sie gerade sind, vielleicht hören Sie mir noch zu, Ihre Parteigenossin Henning Welso und Ihr häufiger Gehilfe Moring, die haben den Handwerksabend verhindert, weil die Altparteien nicht an der öffentlichen Debatte um diese ungerechtfertigten Renten interessiert waren. Herr Brandner, jetzt bitte ich Sie wieder zum Thema zurückzukommen. Das zeigt, ich komme nicht nur zum Thema, sondern auch zum Ende, das zeigt, wie richtig dieser Gesetzentwurf ist. Das zeigt, wie wichtig die AfD als einzige Oppositionsfraktion hier in diesem Hause ist. Und das zeigt, dass die AfD die einzige Partei in diesem Hause ist, die für soziale Gerechtigkeit und Solidarität steht. Gestern, heute und morgen, meine Damen und Herren. Gehen Sie noch mal in sich. Und versuchen Sie, über den Schatten zu springen, um diesem wichtigen Gesetzentwurf doch noch zuzustimmen. Vielen Dank.